fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute! Ratet mal, um welches Tier es heute geht. Psst, ihr könnt's schon hören. Nein, Ziegen sind es nicht, aber sie klingen ganz ähnlich. Das Tier bewegt sich so ähnlich fort, wie ich es gerade gemacht habe. Und ich gebe euch noch einen Tipp, man findet es sowohl an Land als auch im Wasser. Hm, wisst ihr es schon? Genau, es geht um Robben. Genauer gesagt, um den Seebären. Den will ich mir heute mal genauer anschauen und für euch gibt's die ersten tollen Infos. Wenn Robben hinter Robben robben, Robben 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 nach. Wie war das? Nochmal langsam. Robben kennt ihr. Ihr lustiger Watschelgang heißt auch Robben. Wenn Robben also hinter Robben robben, Robben robben anderen Robben nach. Ganz einfach. Aber Robben sind nicht gleich Robben. Wir unterscheiden drei Arten. Erstens die Hundsrobbe. Von denen gibt es am meisten. Der Seehund ist einer von ihnen. Hundsrobben haben kurze Flossen und keine Ohrmuscheln. Das Walross ist der größte Robbenvertreter. Die Bullen werden so schwer wie ein Auto. Ihr Markenzeichen sind die langen Stoßzähne. Walrösser robben nicht nur, sie rollen auch. Die dritte Robbenart ist die Ohrenrobbe. Wie der Name schon sagt, sind sie an den abstehenden Ohrmuscheln zu erkennen. Außerdem haben sie lange Vorder- und Hinterflossen. Zu dieser Familie gehören die Seebären. Auf der Suche nach den Seebären bin ich an der Küste Namibias gelandet. Das Land liegt im Süden Afrikas und hat viel Wüste, Savanne und eine lange Küste. Am Diaz Point erinnert ein Kreuz an den ersten Besucher aus Europa. Vor etwa 520 Jahren ist der portugiesische Seefahrer Bartolomeus Diaz hier gelandet und taufte die Gegend die Bucht der Winde. Hier tobt der Atlantische Ozean mit stürmischen Winden und meterhohen Wellen. Eigentlich war Bartolomeus auf der Suche nach der Seeroute nach Indien. Stattdessen ist er hier gelandet. Zum Glück habe ich es nicht so weit. Ich bin nur auf der Suche nach Ohrenrobben. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich sie sogar schon entdeckt. Eine Gruppe von etwa 120 Seebären hat es sich auf dem Felsen gemütlich gemacht. Mit ihren Ohren können die ja auch super hören. Mütter erkennen ihre Kleinen sogar unter Tausenden anhand der Schreie. Jedes Tier hat eine eigene Stimme, so wie wir. Ich komm mal näher ran, okay? Bis gleich! Während die einen in der Sonne braten, planschen die anderen in der Salzwasserbadewanne herum. Den steilen Felsen hier hoch und runter zu klettern, ist nicht leicht. Bestimmt fragt ihr euch, warum die Seebären ausgerechnet da sind. Das hat drei Gründe. Erstens fließt der Benguela-Strom an der afrikanischen Küste vorbei. Die Strömung bringt kaltes Wasser aus der Antarktis. Kaltes Wasser enthält viel Sauerstoff und viele Nährstoffe. Das zieht große Fischschwärme an. Und das finden wiederum die Robben super. Zweitens, von dem Felsen kommen sie super ins Wasser und sind natürlich vor Feinden geschützt. Und die kommen von Wasser und vom Land. Im Wasser lauert eine tödliche Gefahr. Der große weiße Hai ist in den kalten Gewässern Afrikas zu Hause. Der perfekte Jäger hält Ausschau nach Robben, die sich zu weit von ihrer Kolonie entfernen. Wer nicht aufpasst, landet schnell auf dem Frühstücksteller der gewaltigen Räuber. Aber auch an Land haben Robben keine Ruhe.
Immer wieder bekommen die Kolonien unerwünschten Besuch von Raubtieren wie dem Schakal. Sie haben es auf kleine oder schwache Tiere abgesehen und schlagen gnadenlos zu. Die Seebären können dabei nur zuschauen. Schaut euch mal diesen Riesenzahn hier an. Der gehört einem Seebären. Und wer so einen Zahn hat, der wird nicht nur gejagt, sondern der ist selbst Jäger. Der dritte Grund: Vom Felsen geht es ruckzuck ins Wasser, in ihr Jagdrevier. Der tollpatschige Landgänger verwandelt sich dann zum perfekten Tauchschwimmer. Ganz oben auf der Wunschliste steht Fisch. Aber ein kleiner Pinguin kommt einer Robbe auch mal zwischen die Zähne. Rette sich, wer kann. Das gilt auch für mich. Die Flut kommt und viel näher komme ich jetzt hier eh nicht ran. Deswegen versuche ich jetzt mal mein Glück in der Walfischbucht. Da soll es nämlich auch einige Robben geben. Und für euch geht's so lang die nächsten tollen Infos. Seebären lieben Gesellschaft. Deshalb leben sie in riesigen Gruppen zusammen. Bei Robben heißen diese Gruppen Kolonien. Eine Kolonie ist in kleine Gruppen eingeteilt. Anführer einer Gruppe ist ein ausgewachsener Bulle. Die können über 300 Kilogramm schwer werden. Jeder Bulle lebt mit mehreren Weibchen in einem Harem zusammen. Vor allem in der Paarungszeit streiten sich die schweren Jungs um ihre Mädels. Dabei bleibt es meistens bei drohenden Grunzlauten. Blutige Kämpfe finden selten statt. Einmal im Jahr bekommen die Weibchen Nachwuchs. Die kleinen Robben bekommen ein halbes Jahr lang fette Muttermilch. Aber schon bald müssen die Jungtiere mit ihren eigenen Flossen stehen und schwimmen. Denn im Wasser geht der Spaß für Seebären erst richtig los. Inzwischen fetze ich über die Lagune der Walfischbucht. Am Steuer sitzt Noadi. Täglich fährt er zu den Robben raus. Aber weit kommen wir nicht. Geht schon mal nicht so gut los. Unser Kameramann ist in der Wüste stecken geblieben. Ich helfe euch! Wer am Strand oder in der Wüste Auto fährt, sollte immer etwas Luft aus den Reifen lassen. Dann ist die Auflagefläche größer und die Reifen greifen besser im Sand. Ganz einfach. Weiter geht die wilde Fahrt. Nach einer halben Stunde entdecken wir schwarze Punkte auf dem Strand. Die Ohrenrobben sind da. Aber der Autolärm hat sie aufgescheucht. Sie robben davon. Ab jetzt geht es zu Fuß hinterher. So viele habe ich nicht erwartet. Das ist ja eine Riesengruppe. Die Kolonie hat sich auf der gesamten Landzunge verteilt. Und wie viele sind es jetzt? In dieser kleinen Gruppe hier sicher 200 bis 300. Aber gucken weiter, wie schwarz ist das da. Das sieht aus wie viele Felsen. Das ist alles Robben. Auf diese ganze Landzunge sicher 50.000 insgesamt. Wow! Ach, diese ganzen kleinen schwarzen Punkte, das sind alles Alle verschiedene kleine Robbenkolonien. Die nächsten 3-4 Kilometer sind nur Robben. Das ist ziemlich viel, 50.000, oder? Das ist eine der größten Gruppen in der Welt, ja. Zu Hochzeiten, also wenn die Jungtiere im November auf die Welt kommen, drängen sich an der namibischen Küste sogar hunderttausende Seebären dicht an dicht. Und wir stehen nur 50 Meter entfernt. Können wir da jetzt auch noch ein bisschen näher ran? Wir können versuchen, aber wir müssen immer sehr vorsichtig sein. Wir sind noch wilde Tiere und am Land sind die aus ihrem natürlichen Gebiet raus. Die sind eigentlich Meerestiere und die wilden. Da fühlen sie sich nicht so sicher an Land. Genau. Das heißt, wenn wir da jetzt hinkommen, dann rennen die alle ins Wasser und wir verjagen sie und machen ihnen Angst. Wir wollten nicht verjagen, wir wollten nicht Angst machen. Wir wollten nur sehr langsam, sehr vorsichtig kommen und dass die nicht erschrocken. Dann schleichen wir uns vorsichtig an. Von so einem 300-Kilo-Bullen möchte ich nicht überrollt werden. Aber die Robben würden eher vor uns wegrennen als angreifen. Denn mit Menschen haben sie keine guten Erfahrungen gesammelt. Jedes Jahr werden viele tausend Tiere wegen Fell und Fleisch am Strand gejagt und getötet. Kommt mit, aber ganz vorsichtig. Bisher sind die Robbenfamilien ganz entspannt. Und im Wasser ist eine riesige Wasserschlacht im Gange. Überall planschen und spritzen und hüpfen die Robben.
An Land geht es ruhiger zu. Was machen die jetzt so den ganzen Tag? Wenn die so am Strand sitzen, das ist nur, wenn die lange Zeit im Meer waren, die kommen wieder zurück und die machen Pause. Die bekommen ein bisschen Sonne, gucken, wie spielen die Kinder rund und die bekommen ein bisschen Ruhe. Ja, das kann ich auch verstehen. Wenn man so lange geschwommen ist, dann muss man sich erstmal ausruhen. Aber nicht alle Robben ruhen. Manche sind erstaunlich flott auf ihren Flossen unterwegs. Sieht ja sehr witzig aus, wie die an Land laufen. Die watscheln so lustig. Wie machen die das denn? Das ist nicht so einfach für ihn, weil die keine mehr Beine haben. Ja. So, die kann nicht wie uns einfach am Strand laufen. So, die müssen, meiste von den Bewegungen kommen eigentlich aus der Brustflosse. Und die ziehe vorwärts und dann laufen mir mit die Hände die Brustflossen. Wisst ihr was? Ich probiere das auch mal aus. Mal schauen, ob sie mich als einen Artgenossen akzeptieren. Huch, wie robbt denn die, muss sich dieser kleine Seebär denken. Und wie die Anna schreit, ist einfach zum Davonlaufen. Aber so lustig geht es nicht immer zu. Am Strand liegen auch viele tote Seebären. Von allen Jungtieren überlebt nur etwa die Hälfte die ersten Lebensmonate. Warum sterben denn überhaupt so viele? Meiste von den Toten, die rund leben, sind die Babys. Und das kommt normal von, wenn die Mutter nicht genug Fisch bekommt, die Mutter hat nicht genug Fett und die hat nicht genug Milch für die Babys, dann verlassen die einfach die Babys. Das klingt zwar gemein, aber das Muttertier muss in erster Linie selber überleben. Sie kann wieder trächtig werden und wenn dann größere Fischschwärme da sind, wird sie ihr nächstes Jungtier sicher durchbringen. Ist denn der Mensch auch ein Feind der Robbe? Das ist das andere große Problem hier, sind die Müll am Strand. Wir haben zu viel Plastik und Wasser und Müll von die Fischemänner am Strand und auch die Fischeboote, die wir überall in die Bucht haben. Und das Müll ist ein großes Problem, wenn die Robben, die Babyrobben da rein, damit sich spielen verfangen. Und ja. Verfangen. Was Plastik anrichten kann, seht ihr später. Sind sie denn vom Aussterben bedroht, wenn da so viele sterben? Nein, bei uns nicht. Da sind jetzt viel weniger Feinde als vorhin. Das ist, warum eigentlich die Nummer so groß ist am Moment. Wir haben mehr als 1,5 Millionen in Namibia. So nein, das ist keine Gefahr. Eine gute Nachricht. Wir wagen uns noch ein Stück näher an die Tiere ran. Aber das war zu nah. Die Gruppe flüchtet ins Meer. Da sieht man richtig, dass die Fluchttiere sind. Einer rennt los und alle hinterher. Aber wenn die Robben ins Wasser gehen, dann machen wir das halt auch. Gut, dass ich vorher trainiert habe. Das ist ganz schön anstrengend. Hey Anna, wo willst du hin? Komm, komm runter, wir müssen vorbereiten. Ach so, müssen wir erstmal ins Wasser. Ja, sicher. Na gut. Okay. Das erste Problem ist schon mal, wenn man die Rettungsweste nicht aufkriegt. Ah, gar nicht so schwer, danke. Ah, hier ist auch eine Pfeife dran. Mal sehen, ob sie funktioniert. Oh ja. Dann kann ja nichts mehr passieren. Früher war die Gegend berühmt wegen der vielen Wale, die hier lebten. Daher auch der Name Walfischbucht. Doch dann bauten die Menschen einen riesigen Hafen in die Bucht. Der laute Schiffsverkehr hat die großen Wale vertrieben. Nur Delfine lassen sich ab und zu mal blicken. Dafür ist das Wasser jetzt fest in den Flossen der Seebären. Die meisten der Robben, die hier herumtollen, sind etwa 3 Monate alt. Neugierig beobachten uns die Tiere. Manche wagen sich an das Kajak heran. Gleichzeitig sind sie aber auch vorsichtig. Warum sind die denn überhaupt im Wasser? Jetzt ist eine ganz wichtige Zeit für die. Die müssen jetzt lernen zu schwimmen und tauchen. Tauchen und, also sie üben hier alles noch. Sie sind in einer Schule sozusagen. Das ist alles hier ein großer, riesiger Kindergarten. Schwimmen und Tauchen haben sie im Blut. Und sie machen dabei eine wesentlich bessere Figur als an Land. Mit ihrem torpedoförmigen Körper gleiten sie durch das Wasser.
Normalerweise entfernen sich Robben nicht weit vom Festland. Aber manche Seebären schwimmen 150 Kilometer weit und sind 8 Monate lang auf dem Meer. Dabei tauchen die Robben bis zu 200 Meter tief und halten 5 Minuten lang die Luft an. Können die denn auch schon selber Fische fangen jetzt? Noch nicht. Normal nach 4-5 Monate alt. Dann nimmt Mutti die Kleine mit und die fängt jetzt an zu lernen. Und so langsam nach 1 Jahr jagt die allein. Je schneller junge Robben alleine jagen können, desto größer ist ihre Überlebenschance. Schau mal, da hinten ist eine relativ große Gruppe. Wollen wir da mal rein? Ja. Seebären können sich mit 2 Jahren fortpflanzen. Wie so oft sind die Weibchen früher bereit. Die Männchen brauchen etwas länger. Sieht immer so lustig aus. Die haben immer die Flossen so draußen. Sieht fast aus, als würden sie einem winken. Warum machen die das denn? Das sieht aus wie winken, ja. Aber was die machen, ist, die üben für später im Leben. Was die machen, wenn die große werden, die bleiben bis 8 Monate raus im tiefen Meer, die große Bulle. Ohne Pause? Die ohne sind die ganze Pause. Zeit im Wasser? Das kann sein, dass sie so lange draus bleiben. Boah. Und die schlafen da, die lebt total im tiefen Meer. So, was die machen, dass die Wasser ist kalt und die Luft ist kalt. Aber in Tagen, wenn da Sonnenschein ist, dann schlafen die mit der Flosse hoch in Sonne. Die Sonne macht die Haut warm und die Haut macht das Blut warm. Und das zirkuliert dann durch die ganze Körper und so behalten die Körperhitze in die Tiefe mehr. Also das warme Blut wird dann durch den ganzen Körper transportiert. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr ein schwarzes T-Shirt anhabt, dann strahlt die Sonne da so richtig drauf und es ist viel heißer, als wenn ihr zum Beispiel ein weißes T-Shirt anhabt. Das Fell und die Flossen sind also eine Art eingebaute Heizung. Unsere Kajaktour ist natürlich richtig cool und wir bekommen einiges zu sehen, aber wir sind nicht nur zum Spaß hier. Denn manchmal passiert es, dass sich Robben in Plastik verfangen. Also die Leute schmeißen es hier ins Meer oder an Land. Und wenn sich eine Robbe darin verfängt, dann kann es richtig gefährlich werden. Und jetzt schauen wir mal, ob wir eins finden und ihm eventuell helfen können. Aber wie soll man bei so vielen Robben eine Robbe in Not finden? Ist da eine, die sich vielleicht... Ja, ich hab sofort einen gesehen. Die sind hier irgendwo. Die hat zwei, die hat eine. Hier sind die. Oh ja, da ist eine. Schaut mal. 2 weiße Plastikstreifen schnüren sich in das Fell der Robbe. Irgendwann könnte sie daran ersticken. Was wir machen, wir fährt schnell am Strand raus und wir müssen die blocken, dass sie nicht in Meer reinläufen, weil dann können wir die nicht fangen. So, wir müssen stoppen. Ich habe ein Handtuch dabei. Wir müssen die fangen bei Hand und dann runterdrucken mit dem Handtuch und dann mit dem Messer alles losmachen. Okay, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, die jetzt am Strand zu halten, denn wenn sie Angst haben, wollen sie eigentlich sofort ins Wasser. Die wollte und die hat auch sehr scharfe Zähne, so wir müssen aufpassen davor. Und die sind klein, aber die sind sehr, sehr stark. Okay, ich bin auch sehr stark. Los geht's. Der Seebär darf unter keinen Umständen ins Wasser. Dann können wir ihn nicht befreien. Wir müssen ihm den Weg abschneiden. Ab geht die Post. Mist. Daneben. Der Seebär rennt um sein Leben. Woher soll er auch wissen, dass wir nur helfen möchten? Super. Nur die hat ihn. Das war knapp. Mit Handtuch auf dem Kopf kann die Robbe uns nicht beißen. Jetzt hat Noadi sie fest im Griff und kann die Plastikteile abschneiden. Das ist das, was wir abgeschnitten haben. Das hätte ihn erwürgt, wenn er weiter gewachsen wäre. Das sieht wie ein kleines Stück Plastik. Man denkt, ach, was kann das machen? Aber das ist non-biodegradable, das ist sehr, sehr stark. Das kommt nicht so. Er kann es nicht zerbeißen. Nein. So, wenn die wachsen, schnitt das rein und eventuell kann er dann nicht mehr atmen. Genau, ja. So, es ist sehr wichtig, dass wir dir helfen müssen. Und das schmeißen die Leute hier einfach hin. Das ist Verpackung von einer Fischbox. Ah, okay. Und das kommt von diesen Fischboote, die hier rausarbeiten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz rast. Aber der arme Kerl ist, glaube ich, auch ganz aufgeregt. Ja. Lassen wir ihn wieder gehen. Genau.
ein tolles Gefühl. Es fühlt sich an wie Leben retten, denn das war jetzt tatsächlich sehr wichtig, dass wir das abbekommen haben. Schau mal, meine Beine zittern so. Aber ich glaube, für ihn war es noch schlimmer. Der kleine Seebär hat von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen. Er hält ein Nickerchen. Die Gelegenheit nutze ich für meinen Blog. Wie nah ich dem Robbenbaby bin. Er schläft ganz tief und fest und lässt sich gar nicht stören von den Wellen und von mir. Psst. Und natürlich knipse ich noch ein Erinnerungsfoto. Uiuiui, ich sag's euch, das war aufregend. Jetzt brauche ich erstmal eine Abkühlung. Ich gehe jetzt ins Wasser. Bei 16 Grad Wassertemperatur brauche ich einen Taucheranzug. Das Bad halte ich sonst nicht lange aus. Die Robben haben gegen die Kälte eine dicke Speckschicht. Rein ins Vergnügen. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. In Namibia mache ich mich lautstark auf die Suche nach Seebären, einer Robbenart. Hallo, Robben! Ah, die antworten mir! Klar, es sind ja Ohrenrobben und können dank Ohrmuschel gut hören. Tierkenner Noadi zeigt mir eine der größten Robbenkolonien der Welt. Und wie viele sind es jetzt? Sicher 50.000 insgesamt. Wow! Die meisten faulenzen am Strand, doch einige sind richtig schnell auf den Flossen unterwegs. Komm, Freunde, lasst uns schwimmen gehen! Das lassen sich die Robben nicht zweimal sagen und stürmen ins Wasser. Wir sind mittendrin dabei. Aus Spaß wird ernst. Eine Robbe hat sich im Plastikmüll verfangen. Wir befreien sie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz rast. Aber der arme Kerl ist, glaube ich, auch ganz aufgeregt. Ja. Lassen wir ihn wieder gehen. Nur einer hat von der Aufregung nichts mitbekommen. Der kleine Seebär schläft. In der Walfischbucht findet jetzt das sportliche Finale statt. Mensch gegen Tier. Wir wollen jetzt mal testen, ob wir schneller sind oder die Robben. Wir machen also ein Robbenwettrennen. Cool. Los. Los. Links. Rechts. Links. Rechts. Mit kräftigen Ruderschlägen setzen wir uns an die Spitze. Robben schwimmen bis zu 30 Stundenkilometer schnell. Ein Ruderboot mit 8 Leuten schafft das zwar auch, aber zu zweit in einem Kajak wird das schwierig. Lange können wir das Tempo nicht halten. Meter für Meter holen die Robben auf und ziehen an uns vorbei. Der Sieg geht an die Seebären. Oh Mann, wir haben verloren. Die war zu schnell für uns. Ja, das haben wir nicht hingekriegt. Aber das war auch ein bisschen gemein, weil die haben mich total nass gespritzt. Ich konnte gar nicht richtig sehen, wo wir eigentlich hinfahren. Ha, das ist nicht mein erstes Mal hier. Das ist, warum du vorne sitzt. Ich kann hinter dir verstecken. Boah, du bist ja fies. Naja, mit diesen lustigen Bildern und einem immer noch klopfenden Herzen verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Tschüss. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann, Anna und die